Herzlich willkommen, Legendaries on Air. Heute wieder mit mir und mit Tobi. Hallo Tobi. Servus, hallo. Und wir haben einen echt besonderen Gast. Es freut uns total. Hallo Bernhard Seikowitz, grüß dich. Servus. Ist total eine Riesenehre für uns und ich muss da ehrlich sagen, wirklich Gänsehaut, ja, weil unser Ziel war, es einmal zu schaffen, einen NFL-Spieler zu bekommen. Das haben wir jetzt. Und das ist natürlich eine ganz großartige Geschichte. Und die großartige Geschichte ist aber nur so entstanden, dass du halt in der NFL bist, bitte. Ja? Und das ist echt der Hammer. Es freut uns natürlich alle, vor allen Dingen uns als Legendaries freut es noch dazu, weil wir dich auch ja beim Training einmal dabei hatten. Und die Burschen waren extrem gehypt, wie die gehört haben, der Bernhard ist bei den Arizona Cardinals. Bernhard, wie war das für dich? Erzähl einmal, wie war das Feeling? Wie ist das in dir runtergegangen, das Ganze? Was jetzt, das Training bei euch? Oder? Nein, das weiß ich ja, dass das super war. Nein, wie auf einmal der Anruf gekommen ist, beziehungsweise wie hast du das wahrgenommen? War dir das gleich bewusst? Und ja, es ist so, oder? Nein, natürlich nicht. Also, egal wie sicher man sich vor diesem Anruf ist. Also wir wussten natürlich, dass zu einer bestimmten Uhrzeit jetzt, wenn die Entscheidung kommt und wir erfahren, ob wir es schaffen und wohin. Wie gesagt, egal wie sicher man ist, bevor dieser Anruf nicht kommt, wo man hört, dass es jetzt soweit ist, glaubt man es nicht. Und wenn man den Anruf dann kriegt, dann fallen einem quasi die Steine vom Herzen und man freut sich, man weiß, dass die Arbeit einen Sinn gemacht hat. Aber im Hintergrund, also ein, zwei Minuten später, denkt man sich dann wieder, okay, jetzt fängt die Arbeit erst an, jetzt bin ich quasi mit einem Fuß in der Tür und jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Und okay. Wie wäre das gewesen? Hättest du dann einen Anruf auch bekommen oder eine Nachricht, wenn du es nicht geschafft hättest, oder wäre das dann einfach gar nichts kommen? Nein, doch. Also die Verantwortlichen von dem Programm rufen schon jeden an. Also, okay. So ist es nicht, dass wenn man dann nach einem Tag noch immer keinen Anruf hat, dass man dann weiß, okay, jetzt war es wahrscheinlich nichts. Ja, kann ich mir vorstellen, aber das ist auch bitter. Aber wurscht, Glück war es noch nicht so bei dir, ne? Ja, voll. Wie war das erste Gespräch? Du hast ja das erste Gespräch, glaube ich, mit dem Owner geführt, ne? Oder nein, mit dem General Manager, ne? Genau, dem GM. Ja. Also ich wusste nicht, bevor ich eben auf diesen Zoom-Link geklickt habe, mit wem ich da jetzt reden werde. Deshalb war ich dann doch ein bisschen überrascht, dass der GM direkt mit mir redet. Aber ja, war eine coole Erfahrung. Ich habe ihn auch in echt jetzt schon kennengelernt. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ und war irgendwie ein guter Start. Und so wie alle hier eigentlich, ist ein sehr netter, ehrlicher und sympathischer Mensch. Also ich sage das, glaube ich, in jedem Interview, was ich führe, dass ich mich hier irgendwie sehr wohl und dass alles sehr familiär ist und leicht für mich einzuleben. Also von der Hinsicht könnte es eigentlich nicht besser sein. Okay. Und wie war das? Man sagt ja normalerweise, die Rookies werden ja von den Owner oder von den General Managers immer dann gleich eingeflogen nach dem Draft oder irgendwie so, oder werden gleich zum Team geholt. Warst du noch in Österreich oder warst du schon drüben? Hast du drüben gewartet auf den Anruf oder wie ist das bei dir dann? Oder wie bist du dann zum Team gekommen? Also das passiert nicht mit den Rookies, sondern das passiert mit dem First-Round-Draft-Pick. First-Round-Draft, okay. Also ich glaube, nur einer wurde eingeflogen. Okay. Ich war während dem Anruf in Österreich, ja. Ja. Und dann zwei, drei Tage später oder so ist mein Flieger dann gegangen. Okay. Aber ich wurde nicht mit Privatjet abgeholt. Naja, was hieß, kann einer werden, oder? Ich meine... Okay, und dann warst du halt im Team und jetzt erzähl einmal, wie ist das Feeling, wenn du dort hinkommst, das Trainingscamp, die Spiele, ich meine, immerhin bitte, du hast Malcolm Butler, J.J. Watt, A.G. Green, ja, das sind ja extreme Namen, ja, und jetzt stehst du mit denen auf dem Feld, hat man mit denen gleich Kontakt oder wie ist das, ist man in der Kabine mit denen zusammen, sind Rookies getrennt, ich habe so viele Fragen, ich wäre gar nicht fertig. Nein, also wir sind nicht systematisch getrennt nach Jung und Alt oder so. Wir sind natürlich alle in derselben Kabine. Aber vor allem eben die Leute, die du jetzt erwähnt hast, die habe ich nur drei Tage quasi gesehen, eben bei diesem Minicamp. Und da ist jetzt natürlich nicht so viel, also
mehr als ein Hallo oder so, war da jetzt nicht dabei. Mehr hat zu tun hatte ich natürlich mit den Veteran Titans, also die habe ich schon ganz gut kennengelernt, weil ich natürlich recht viele Meetings und so schon mit denen hatte, die mich ebenfalls ganz cool aufgenommen haben und auch den Ton vorgeben natürlich, von denen man viel lernen kann. Aber sonst, am Anfang ist es natürlich ein bisschen surreal, dass man dann mit den ganzen Leuten aus dem Fernseher sich gemeinsam umzieht oder gemeinsam das Training quasi macht. Aber ich glaube, da darf man sich auch nicht zu sehr reinziehen lassen, weil im Endeffekt ist man einer von denen. Man steht noch nicht ganz auf demselben Level natürlich, aber man will dorthin kommen, wo die jetzt sind. Und ich glaube, da wäre es ein bisschen falsch, wenn man so Fanboy-mäßig Unterschriften hat oder was weiß ich. Ja, ist schon klar. Ah, cool. Und wenn du jetzt da, wo lebst du jetzt derzeit? Hotel oder Suite oder? Ja, ich bin in einem Hotel, das ist 15 Minuten im Auto von der Trainings Facility jetzt weg. Und dann beim Trainingscamp kommen wir alle in ein anderes Hotel eben in Glendale beim Stadion und da sind wir dann alle im Hotel. Auto hast du selber, fährst du selber unten oder? Nein, also ich bin jetzt zweimal hier Auto gefahren, weil ich mir halt eins ausgeborgt habe von einem Kollegen. Aber ich habe noch kein Auto, Mietauto wollte ich mir jetzt auch keins nehmen, weil das dann doch ein bisschen kostspielig ist. Mhm. Und dann während dem Camp und so haben wir eh Shuttles. Also ich denke, nach dem Camp werde ich mir dann eben, da muss ich mich eh auch wegen einer Wohnung umschauen und so. Also da wird dann Auto und Wohnung und so alles auf einen Schlag erledigt werden. Ja. Ich nehme an, du wirst jetzt eh nicht so viel Zeit haben, oder? Wie sieht eigentlich dein Alltag jetzt zur Zeit aus? Also jetzt gerade ist nicht so stressig. Also wie gesagt, das ist halt Off-Season-Training. Das ist nicht so viel anders wie daheim in Österreich. Also man geht ins Gym und man geht laufen. Vielleicht der Unterschied ist halt, dass man das alles Montag bis Freitag macht. Also fünfmal Gym, fünfmal laufen. Aber da ist man quasi den Vormittag dann eben beschäftigt und dann hat man den restlichen Tag Zeit. Ich nutze die Zeit meistens eben, die Plays wieder aufzufrischen, dass ich da gescheit ins Trainingscamp reinstarten kann und nicht wieder alles von vorne lernen muss. Das wäre ungünstig. Aber ja, wenn ich ein Auto hätte, hätte ich vielleicht auch genug Zeit, mir irgendwelche Sachen anzuschauen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also in ein paar Tagen geht eben das Trainingscamp los und das ist die Priorität jetzt und anschauen kann ich mir Arizona später auch noch. Coole Einstellung. Habt ihr Vorgaben für die Offseason, was ihr im Gym machen müsst? Müsst ihr irgendwas vorlegen oder was ihr macht oder ist es wirklich eigen, alles nur selbstständig? Also kontrolliert wird es nicht. Wir haben zwar einen Conditioning-Test am Beginn vom Trainingscamp. Also wenn man gar nichts macht, dann sehen die das natürlich, weil man den Conditioning-Test dann wahrscheinlich nicht besteht oder nicht gut besteht. Mhm. Aber wir haben natürlich Trainingspläne zur Verfügung bekommen, die wir dann ausführen. Aber im Endeffekt entscheidet sich jeder selber, ob er jetzt den Trainingsplan machen will oder ob er vielleicht doch lieber den von seinem Lieblingscoach machen will. Oder ja, also kann sich jeder quasi selber richten, wie er will. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt sicher keinen, der einfach sagt, naja, nein, ich bin jetzt in der Offseason, mir ist wurscht und ich mache einfach nichts, oder? Also sicher nicht in der NFL. Habe ich noch nicht kennengelernt. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Okay. Und wenn du, wie schaut es aus, da drüben zum Beispiel, von der Nahrung her, wird es da auch extra irgendwie, sagt man euch, okay, sollte jetzt eigentlich so ernähren oder so ernähren oder... Oder ist es das so, dass du sagst, okay, der Bernhard geht jetzt an den Hunger, hat sich einen Burger oder irgendwas? Oder gibt es da irgendwelche Vorgaben in der Offseason, dass die sagen, jetzt müsst ihr schon ein bisschen eben schauen, dass ihr das haltet oder irgendwie? Ja, da, also Essensvorgaben, strikte gibt es nicht. Aber wir haben uns wurde quasi ein Report Weight vorgegeben. Mhm. Das bei mir zwischen 2,50 und 55, also 5 Pfund Spielraum hat man. Und da muss man sich quasi drinnen befinden, wenn man reportet. Ja, aber sonst, wir haben halt so Aufklärungsklassen quasi, wenn man das so sagen kann, also so Informationsschulung quasi, was man essen soll, wo,
Proteine drin sind, wo irgendwelche Kohlenhydrate drin sind, was gut, was schlecht ist. Aber sonst, ich meine, es ist recht leicht, weil wir halt in der Facility Essen kriegen und das ist natürlich gutes Essen und da schauen sie natürlich, dass da keine McDonald's Burger oder so irgendwas drauf liegen. Okay. Also wenn man das isst, ist man sicher auf der guten Seite. Ja, ich meine, am Wochenende muss man dann selber eben schauen, aber da gibt es eh genug Varianten, wo man dann recht preisgünstig und aber trotzdem gesund essen kann. Ja, aber ich habe auch den einen oder anderen Burger schon ausprobiert. Immerhin bin ich in Amerika, da muss man dann ein bisschen. Ich wollte es gerade sagen, da kann man nicht ja, drüber hinwegschauen. Ja. Aber jetzt wegen Ernährung und Training, das interessiert mich halt voll und. Ich habe ja schon einmal, ich habe ein bisschen Hintergrundrecherche gemacht und da habe ich erfahren, dass du bei deinem, also beim ersten Perfect Program, haben sie dir damals gesagt, okay, du warst ja eigentlich Wide Receiver und dann haben sie gesagt, du könntest als Tight End in die Liga kommen, aber dafür musst du Gewicht zunehmen. Wie hast du das damals gemacht mit dem Training und mit der Ernährung, dass du so schnell Muskelmasse aufbaust? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Sag den letzten Satz nochmal. Also was genau, also wie bist du das angegangen? Was war das Besondere, dass du das so geschafft hast? Ja, also ich war eben, also 102 Kilo habe ich gehabt und das Ziel war so 115, 16. Okay. Was natürlich. In wie viele Wochen war das? Ja, ultra unrealistisch. Ich habe im Dezember Bescheid bekommen damals und Ende Jänner ist das quasi losgegangen. Das heißt, viel zu wenig Zeit. Ja, fix. Aber ich habe dann eben, also man weiß ja, was man normalerweise so isst. Ich habe das nicht irgendwie professionell gemacht oder so. Und ich würde es auch keinem raten, in so kurzer Zeit da irgendwas so drauf zu fressen, muss man glaube ich schon sagen. Aber wie ich das gemacht habe, ich habe mit einer Früh so Shakes gemacht, also so Haferflocken, Milch, alles halt rein. Okay. Sprich, ich hatte dann eine extra Mahlzeit, die ich trinken konnte. Das heißt, mein Magen war nicht so voll. Und das hat bei mir ganz gut funktioniert. Und sonst habe ich eigentlich nicht viel geändert. Also ich bin eben weiter ins Gym und am Feld habe ich weitergemacht, dass ich mit dem Gewicht trotzdem noch laufen kann. Aber ja, wie gesagt, bei mir war es hauptsächlich diese eine Mahlzeit und ja, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Aber es ist auch nicht so, dass ich dann in den 2 Monaten 17 Kilo zugenommen habe oder so. Im Jänner bin ich mit 112 Kilo oder so rübergekommen. Und Ende von dem Programm hatte ich dann eben 115 oder 116. Alright, okay. Also mit einer Mahlzeit ist es gegangen, hätte ich mir nicht gedacht. Ja, es ist halt. Also einfach so mehr ist das jetzt vielleicht nicht so ein Shake, aber es ist halt, wenn du dir den Mixer vorstellst und dann okay. Milch und also es war viel von allem. Ja. Aber ja, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich ein Jahr davor eben sagen würde, okay, jetzt, also wenn man das auf ein Jahr verteilt, ist das sicher gesünder für den Körper auch. Das glaube ich, ja. Aber ja, hat funktioniert und weißt du. Fix. Eins muss man ja sagen, es war ja damals, wie du mit Sandro in diesem ersten Programm warst, ist das dann durch Corona abgebrochen worden und es hat sie beide nach Hause und Sandro war dann bei den Giants und ich finde es natürlich extrem fantastisch, dass du dann nicht aufgeben hast, die zweite Chance noch gewahrt hast und es gemacht hast. Ja. Wie motivierst du, für die Jungen jetzt, ja, wie hast du motiviert? Wird sich der Bernhard motiviert, dass er sagt, okay, beim ersten Mal hat es nicht geklappt, okay, aber ich gebe nicht auf, ich mache das zweite Mal. Das glaubt, das könnte mich interessieren. Ja, also es war natürlich nicht leicht. Also vor allem am Anfang, als eben dann die Entscheidung gekommen ist, weil ich doch dachte, dass ich einen recht guten Shot habe, das eben zu schaffen. Im Nachhinein sehe ich das natürlich ein und bin noch gar nicht böse, weil ich eben so zufrieden hier bin und weil es dann doch geklappt hat eben. Aber um ehrlich zu sein, ich habe ganz viel mit meiner Familie geredet, die haben mich alle aufgebaut und was für mich so der springende Punkt eigentlich war, war eben mein Alter oder die Situation, in der ich mich gerade befinde und ich habe mir gesagt, okay, ich lege da jetzt einfach alles in die Waagschale, weil wenn es funktioniert, dann jetzt, in einem Jahr wird das nicht mehr funktionieren und in 2 Jahren schon gar nicht.
Deshalb lege ich da jetzt einfach alles in die Waagschale und schaue, was dabei rauskommt. Und dann habe ich einfach nichts, was ich, wo ich mir in 10 Jahren denken könnte, ach, hätte ich nur. Deshalb habe ich da halt einfach alles reingehauen. Ich habe Gott sei Dank die Unterstützung von meiner Familie gehabt, dass ich mich da so gut drauf konzentrieren konnte. Und ja, es hat Gott sei Dank geklappt. Okay. Wahnsinn. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt Revue passieren lässt, das Ganze überhaupt, den ganzen Werdegang von den Vikings bis jetzt zu den Cardinals, ja, und wenn du jetzt von dieser ganzen Sache was rausziehen müsstest und so einen Vortrag halten müsstest für junge Leute, was würde das sein bei dir, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt diesen Werdegang gemacht, ich habe das geopfert oder das gemacht, was würdest du diesen Leuten sagen? Generell, wie, dass du eben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt schon mit 10 Jahren das Ziel gehabt hast, die gehen die NFL oder irgendwas, ja? Ja? Nein, also ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann ist meine, also sind die Zuhörer eher so junge Spieler eben in Österreich. Ja. Und dann, also ich würde auf jeden Fall erwähnen, dass ich selber, also ich habe nie irgendwie, natürlich wenn man klein ist, oh, ich wäre gern so wie die, aber so als richtiges Ziel oder so hat man die NFL nie gehabt, also ich zumindest nicht. Das Weiteste, an das ich gedacht habe, war College. Aber als ich dann zum Receiver gechanged bin so spät, war das auch wieder aus dem Raum. Deshalb, mich hat dieses Programm irgendwie, ich habe davon auch nicht so wirklich was gewusst und habe nicht gewusst, dass man da hinkommen kann oder wie man da hinkommen kann. Aber deshalb hat mich das irgendwie ein bisschen wie so ein Blitz getroffen und ja, irgendwie selber überrascht. Und dann war das so plötzlich ein Ziel. Aber was auf jeden Fall wichtig ist und so im Nachhinein fällt einem das halt auf, wenn man die ganze Arbeit, die man da mit dem Verein und man geht ins Gym und weiß manchmal nicht so wirklich, ob das wirklich ob die Zeit richtig investiert ist oder ob man nicht lieber doch mehr lernen sollte mit dieser Zeit fürs Studium oder eben anders die Zeit einfach investieren sollte. Mhm. Aber wenn man diese Zeit nicht investiert, dann kann so eine Chance kommen und dann ist man halt einfach nicht bereit. Deshalb, ja, wenn man das ernst nimmt, dann kommen auf jeden Fall gute Möglichkeiten auf einen zu. Und vor allem jetzt, wo der Sandro und ich eben in der NFL sind, über dieses Pathway-Programm, schauen natürlich auch die Leute von denen viel mehr nach Österreich und wissen, dass das eine gute Liga ist. Aus Deutschland sind ja auch schon einige Spieler rübergegangen. Sprich, also das Epizentrum Football, Deutschland und Österreich, das wird immer größer und die wissen das natürlich und da ist auch ein großer Andrang von der NFL, dass eben internationaler Football gefördert wird und deshalb, ich glaube, wenn man heutzutage, also wenn ich jetzt nochmal ein 12-jähriger Footballspieler wäre oder so, dann wäre das Ziel auf jeden Fall ein sehr greifbareres. Also dann könnte ich sagen, ah, okay, der Saiko und der Sandro, die haben das beide geschafft. Warum nicht ich in 10 Jahren? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz cool. Und das ist auch der Grund eigentlich. Also das motiviert mich auch selber, wenn ich weiß, dass so 12-Jährige sich eben denken, ah, ich wäre gern so und deshalb arbeite ich jetzt hart, dass ich in 10 Jahren dann auch rüberkommen kann. Und das ist irgendwie cool zu wissen und beflügelt einen irgendwie. Warst du schon im Stadion, im State Farm Stadion? Hast du das schon gesehen von innen? Mhm. Ja, einmal waren wir drin, aber es war ein bisschen ein anderes Bild, als ich es dann wirklich sehen werde, weil da war gerade ein Basketball-Event. Also das ist ja so ein Stadion, wo man den Rasen rausfahren kann, was ziemlich cool ist, weil dann steht der ganze, also das wird nicht aufgeteilt oder gestückelt oder aufgerollt, sondern das ist dann einfach wie so ein 120 Yard großes Blumenbeet, wo halt der Rasen drinnen liegt und das wird als Ganzes rein und rausgeschoben. Echt? Ja. Aber ja, es war auf jeden Fall immens. Also es ist halt, wenn man sich das Happel-Stadion vorstellt, ja, nochmal das Doppelte oben drauf. Ja, das war schon ganz cool. Jetzt stell dir vor, wenn das dann nur Boom voll ist und der Berner drin, der Wahnsinn, oder? Das wäre natürlich ein Traum. Habt ihr da so eine Führung auch gehabt oder was? Ist das, was haben die in diesen Stadien alles? Gibt es da gibt's ja Geschäfte oder? Nein.
Also so eine detailreiche Führung hatten wir jetzt nicht. Also sie haben uns die Kabinen gezeigt. Da ist ein Gym drinnen, das weiß ich, und halt eben so Training Rooms und so für die Physios. Aber so die Sachen, die die Fans quasi sehen, haben wir nur unten eben gesehen. Also ich habe die Tribüne gesehen, die VIP-Tribüne, das Presseabteil quasi. Aber sonst nicht so viel. Du warst in Amerika auch schon bei einigen Interviews, was ich gelesen habe, ne? Du bist ja da, das wieder extrem drüben gehypt, ne, der Bernhard. In Arizona ist mir vorgekommen, was man jetzt schon in ein paar Berichten so über Twitter und so gelesen hat. Ja, klar, aber das ist ja auch ein Teil von einem internationalen Athleten in der NFL. Da ist man quasi irgendwie so eine Rarität und da will jeder wissen, wie man das geschafft hat und wie Football in Europa ist. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den Leuten das erzählt, weil viele von denen wissen nicht, dass es Leute in Österreich gibt, die seit 6 Jahren, also seitdem sie 6 sind, Football spielen oder so, dass das für die quasi wie drüben ist, halt vom Aufwachsen mit Football. Und deshalb ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Aufklärungsarbeit, die ich da auch zum Teil mache. Ja, fix. Ja, es stimmt ja, weil bei uns ist ja das auch mit der Ballsportakademie und dann funktioniert das auch. Ich meine, wir haben halt kein College-System, aber was nicht ist, kann er noch werden. Schauen wir mal, was sich da noch tut in Österreich und in Deutschland und generell in Europa. Ne? Ja, voll. Ja. Tobi? Ja. Trainingsfrage? Naja, wie gesagt, zum Training. Was mich vorher eigentlich interessiert hat, weil du gesagt hast, du hast 5-mal die Woche Krafttraining und 5-mal die Woche Laufen und das alles am Vormittag. Machst du das direkt hintereinander oder wie gestaltest du das eigentlich mit deinem Training? Ja, also das ist etwas, also in Wien habe ich es mir eben so eingeteilt, dass ich Vormittag und Nachmittag das aufgeteilt habe, aber weil das halt hier viel mehr wie eine Arbeit, also es ist ja die Arbeit von den Leuten, deshalb teilen die sich das dann auch so ein, dass sie das halt hintereinander abarbeiten quasi und dann sind sie halt um 12 draußen oder um 1 draußen, wann auch immer, und haben den restlichen Tag mit ihrer Familie oder was auch immer sie halt machen wollen. Aber ja, es ist tatsächlich so, also heute zum Beispiel machen wir immer so einen Warm-up halt, und dann war ich im Gym, hatte einen Upper Body und dann aufs Feld raus und hatte einen Condi. Boom, ja. Das geht sicher, oder? Das geht sicher rein ordentlich. Ja, also es ist jetzt nicht so, man darf sich das nicht so vorstellen, als würden da jetzt so bahnbrechende Sachen passieren. Also wenn wir im Gym sind und Upper Body trainieren, dann benchen wir genauso wie ihr und machen dieselben Übungen zum Großteil. Und wenn man draußen, also Condi hier bei uns ist meistens, also heute zum Beispiel haben wir 8x80 Yards auf 2 Sätze gehabt, mit ein bisschen Pause zwischen dem Satz, und das war's dann. Dann haben wir noch ein paar Madball Tosses gehabt. Also ja, man wird nicht umgebracht hier. Das ist aber gemütlich, ey. Das wäre auch was. Wie schaut es Playbook-mäßig aus? War das eine riesengroße Umstellung für dich? Oder ist das eigentlich, so sagst du, naja, schon? Oder wie war das für dich, die Umstellung vom Playbook oder auch so generell? Ja, nein, ich habe ja das Glück, dass hier das System sehr ähnlich ist mit dem, was wir daheim haben. Also beides Spread-Offenses, und die Sachen werden sehr ähnlich gecallt, also zumindest wie man Sachen callt. Also natürlich heißt alles anders, aber das Schema ist dasselbe. Deshalb ist das vom Anfang an, wusste ich zumindest, was der Gedanke dahinter ist. Natürlich musste ich die ganzen Wörter und so auswendig lernen. Und natürlich ist es mehr als daheim und viel detailreicher. Aber so den Grundsatz habe ich schon verstanden gehabt und die Basic Plays haben wir natürlich auch daheim gehabt. Ich meine, jeder auf der Welt läuft einen Power und einen Counter und einen Inside Zone und so. Also diese Sachen überschneiden sich dann natürlich. Aber es ist halt hier alles viel detaillierter einfach. Also das würde ich sagen, ist der größte Unterschied, dass viel mehr Details einfach sind. Und nur, was mich jetzt interessieren würde, wie viele Seiten hat so das Playbook von einem NFL-Team? Das ist elektronisch. Ja, kann ich dir sagen jetzt. Also ich kann dir sagen, dass wir 12 Installs haben.
zu je 20 oder 25 Seiten so oder 30, ich weiß jetzt nicht genau. Also es ist schon nicht wenig so, aber man darf halt nicht vergessen, dass das jetzt die Arbeit ist. Also das ist so, wie wenn du ein Student wärst und halt ein Buch lernst. Das ist halt, dann lernst du das auch. Und, nix, ja, sowieso. Ja. Das heißt, du hast schon deine Phasen auch, wo du am Abend dann liegst und einfach nur Playbook durchgehst, die Calls durchgehst und, ne? Ja, voll. Also ich habe mir sogar so Steckkarten kleine gemacht und die tue ich dann vom Schlafengehen immer so durchrattern. Ja. Cool. Habt ihr schon ein Tackle-Training auch gehabt? Pete, hast du schon... Nein, das ist verboten in den OTAs. Also wir hatten bis jetzt nur Helme und Cleats, also meistens halt Fangen und so. Im Indie haben wir schon Blocking-Drills gemacht, aber nicht gegeneinander. Ja. Also alles sehr viel Technik, aber es ging hauptsächlich eben darum, dass wir die Plays, dass wir zeigen, dass wir die Plays können. Und ja, also nein, Kontakt hatten wir noch keinen. Nein, ich habe jetzt gesehen, dass die in der NFL so manche Rennen um mit solchen keinen richtigen Helm, mit so einer Stoffmütze, so wie es der Peter Cech immer gehabt hat. Mhm. Und sind die leiwand oder ist das eher komisch sowas? Das haben wir hier nicht. Also wir sind wirklich immer mit einem Helm herumgelaufen. Aber ja, ich habe das auch schon gesehen, vor allem bei diesen 7-on-7-Tournaments und so, wo sie halt keine Helme tragen. Ja, ist schon gut, keine Ahnung. Ich meine, wenn es wirklich mit dem Kopf zusammenstoßt, dann hilft das wahrscheinlich auch nichts. Ich glaube halt auch nicht. Wieder. Aber ja. Okay. Das heißt, und jetzt dann, wann nächste Woche fangen die Training Camps an? Ja, genau, am Donnerstag ist Report Day und dann ist zuerst nur Rookies. Und die Vets kommen dann am 27. dazu. Und mit deinen Titans, Vets, was du hast, habt ihr es da schon, also wird das alles extra dann? Es gibt schon Teambesprechungen, aber so wie wir im Fernsehen dann früher gesagt haben, Linebacker extra, weil es gibt ja für jede Unit einen Coach. Habt ihr das auch dann extra, diese Besprechungen immer mit euren Coaches oder mit einem eigenen Coach für die Titans? Ja, also im Laufe des Tages hat man halt verschiedene Meetings. Wie es beim Trainingscamp jetzt aussieht, weiß ich eben noch nicht so genau. Aber wie es bis jetzt war, eben hat man natürlich also Team-Meeting, dann ein Offense-Meeting, Special-Team-Meeting und dann eben das Individual-Meeting und in meinem Fall dann eben den Titan-Coach. Davon hatten wir meistens sogar zwei am Tag. Also es wird auf jeden Fall genügend Zeit dafür investiert, eben die ganzen Sachen aufzuarbeiten und vorzukauen und dass man dann, wenn man aufs Feld geht, dass man dann nicht dasteht und sich nicht auskennt. Okay. Und du hast jetzt quasi jetzt die Trainingscamp dann und dann, wie geht's dann weiter bei der Trainingscamp? Also das ist so ein fließender Übergang dann in die Preseason. Am 13. spielen wir gegen die Dallas Cowboys. Wahnsinn! Also es geht dann echt ganz schnell. Also jetzt eben in 2 oder 3 Wochen ist dann eben das erste Spiel. Das heißt jetzt beim Trainingscamp eben ist wichtig zu zeigen, dass ich Spielzeit verdient habe und dass ich dann im Spiel zeigen kann, was ich kann. Das ist so der Plan jetzt. Und dann ist eben eigentlich gleich Season. Okay. Ja, ganz ehrlich jetzt so vom Herzen aus, irgendwie nervös, Dallas Cowboys, Dak Prescott, Ezekiel Elliott, ein bisschen nervös, ehrlich. Naja, Gott sei Dank spiele ich nicht in der Defense. Ja, eh nicht, aber schon lange, was du siehst. Ich weiß schon, was ich meine. Nein, also noch denke ich, also bis jetzt ist eben das Trainingscamp vor der Tür und ich freue mich jetzt echt schon drauf, weil eben die OTAs auch eher so eben ohne Kontakt und so. Und jetzt weiß ich immer noch nicht so wirklich, wie es sich anfühlt, eben NFL, D-Liner oder Linebacker zu blocken. Und das will ich jetzt endlich wissen. Und deshalb freue ich mich jetzt schon auf das Trainingscamp und auf den Speed und auf die Competition einfach. Und dann wird eh früh genug das Spiel nahe rücken und da werde ich dann sicher ein bisschen nervös sein. Wäre auch komisch, wenn nicht. Aber wahrscheinlich ist nicht so ein nervös, sondern eher so, endlich ist das jetzt da. So ein Glücksnervös. Sein. Genau, ja. Glaubst du, Bernhard, weil du es vorher gesagt hast, dass du dir Spielzeit verdient hast, gegen wie viele Titans musst du dich eigentlich durchsetzen? Wie viele Konkurrenten hast du auf deiner Position?
Naja, verdient habe ich mir noch nichts. Eben, das kommt jetzt im Trainingscamp. Aber wir sind sieben, glaube ich. Also wir haben die zwei Vets, dann zwei Free Agents und dann die drei Rookies. Alright. Also sieben. Ja. Okay. Dann hau Also mit rein. mir sieben. Also gegen sechs müsste ich mich durchsetzen, wenn ich starten will. Naja, das wird für den Bernhard die leichte Übung sein. Sowieso. Auf Ja, alle nur das Fälle. Ziel ist, natürlich der Active Roster, aber ich will auf jeden Fall in einer Situation sein, wo ich in der Situation, also in der Season eingewechselt werden kann, falls sich irgendwer verletzt. Selbst wenn das nur der Practice Roster ist. Aber Und wann wird das entschieden, ob du in den Active Roster kommst? nach dem letzten Preseason-Spiel ist der letzte Cut. Und da wird dann, also entweder, also wenn ich nicht gecuttet werde, bin ich im Active Roster, das wäre natürlich ultra cool, aber eher unrealistisch. Und dann, wenn man gecuttet wird, also bei mir ist es eben was Besonderes, weil es eben diesen International Spot gibt. Das heißt, ich kann dann entweder in einem normalen Practice Roster gesigned werden oder auf den International Spot gepflanzt werden eben. Der Unterschied ist, dass im normalen Practice Roster kann man mich einwechseln im Laufe der Saison. Am International Spot trainiere ich nur mit für eine Saison. Das Okay. war das, was der Sandro gehabt hat, quasi der International Practice Squad. Genau. Ne? Okay. Genau. Das heißt, wenn du auf den Active Practice Squad quasi bist, wäre es beim Sandro so gewesen, wie sich der Backel verletzt hätte, dass sie ihn noch holen hätten können, quasi. Genau, da hätte er dann die Möglichkeit dazu gehabt, auch aufberufen zu werden. Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass da zwei gibt. Ich habe immer geglaubt, also wenn es Ja. das eine gibt, ich habe nicht gewusst, dass da zwei gibt. Ja, es ist also von der Bezahlung und von den Aufgaben ist International Practice Roster und der normale Practice Roster eigentlich genau dasselbe. Nur eben mit der Ausnahme, dass man am International Spot nicht spielen kann. Was auch Sinn macht, weil alle anderen Teams in der NFL haben diesen einen extra Platz nicht. Und da wird sich dann wahrscheinlich jeder aufregen, wenn man einen Spieler mehr einfach zur Verfügung hat. Ja, fix. Hast du mit Sandro als Kontakt, wenn du drüben seid? Beide telefoniert sie manchmal oder dort manchmal reden miteinander? Ja, doch. Also er ist ja jetzt gerade noch in Österreich, glaube ich, oder sitzt jetzt schon im Flieger, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, wir haben immer wieder Kontakt jetzt, wo er in Österreich war, eben nicht so, da waren eh beide mit der Familie beschäftigt. Aber wenn er dann wieder hier ist, ja, weil, also in meinem Fall nach 3 Uhr Nachmittag Arizona-Zeit. Ist daheim keiner mehr wach, weil es 12 Uhr Nacht ist. Deshalb habe ich dann recht viel Zeit, die ich irgendwie totschlagen muss. Ja, wenn da mal Fahrt ist, Sandra, wir sind eh immer länger auf, du siehst das, dann kannst du uns ja auch holen. Wir reden immer wieder gern mit dir. Wir haben kein Problem. Ja, fix. Aber du, Bernhard, eins muss ich noch Bernhard. sagen, Ah, wegen dem, Sandra, Entschuldigung, Bernhard. alles gut. wegen den Cuts vorher. Die Free Agents, die haben es ein bisschen schwerer, oder? Kann das sein? Weil die müssen ein bisschen mehr zittern, dass sie gekartet werden, als zum Beispiel die Rookies. Oder ist es bei dir auch so, dass du, also du könntest nicht auf die Waiver-Liste oder so kommen, du bist irgendwie so gesichert jetzt für ein Jahr, oder wie ist das bei dir? Naja, also natürlich können die mich jeden Tag rausschmeißen. Es ist nur unwahrscheinlich, weil sie eben diesen International Spot haben. Und der ist Okay. für mich reserviert. Deshalb wäre es eher unwahrscheinlich, dass sie mich einfach raushauen. Ja. Natürlich, wenn ich mich irgendwie blöd anstelle oder so, kann das natürlich Ja, immer davon gehe ich nicht passieren. aus. Ja, ich auch nicht, aber man Ja. weiß ja nie. Aber Free Agents und Rookies sind eigentlich genau gleich. Also Okay. vielleicht sind Free Agents dann noch ein bisschen safer, weil Free Agents wurden vom Team, also die haben ja schon in der NFL gespielt und waren schon auf Kadern und wurden aber trotzdem von jetzt eben in dem Fall den Arizona Cardinals quasi geholt. Also die sehen irgendwas in denen natürlich, sonst würden sie sie nicht holen. Ich habe tatsächlich gemeint, so undrafted Free Agent. An das habe ich gerade gedacht, irgendwie. Ja, also für undrafted Free Agents ist immer schwer eigentlich. Also man sagt eigentlich so, also was ich jetzt so mitbekommen habe, dass erste, zweite, dritte, vielleicht noch vierte Runde im Draft bedeuten wirklich was. Und dann die anderen haben mir eigentlich immer gesagt, ja, ob es jetzt in der sechsten oder undrafted gehst, ist eigentlich wurscht. Also angeblich ist das jetzt nicht so der Burner, wenn man in der sechsten geht. Und
die kämpfen um den Platz. Also denen ist nichts garantiert. Und in der NFL hängt halt immer davon ab, wie viel Geld man verdient, wie sicher man sich sein kann. Und als First-Round-Draft-Pick kriegt man halt ganz viel Signing-Bonus. Und deshalb ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man als First-Round-Draft-Pick dann gecuttet wird oder was auch immer. Wie ist denn das jetzt bei dir wegen einem Team quasi? Weil wir haben ja viel Legionäre beim Fußball, Eishockey etc. Dürftest du fürs Team spielen, wenn du in der NFL bist? Nein, gell? Welches Team? Fürs Nationalteam, fürs österreichische. Ach so, wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Aber würde ich, glaube ich, auch nicht riskieren. Okay, okay. Nein, aber war nur die Frage Interesse halber, weil es ist ja so, weil Thomas Waneck zum Beispiel war ja auch drüben und hat aber dann im Team spielen können, wenn es bei der Weltmeisterschaft oder was waren. Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht, wenn man sich dafür einsetzt, dann werden sie vielleicht nichts sagen. Aber ich meine, wenn es in der Saison ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so förderlich für seine eigene Situation. Ist ja klar. Nein, es war nur Interesse halber für mich. Wir haben einen Podcast in Janik Gruner gehabt, den wirst du eh kennen, den Janik, ne? Der war ja auch bei uns. Ne? Und wir haben mit ihm so plaudert und dann hat der Janik gesagt, dass es halt massiv ist, bis zu 2.000, 3.000 College-Abgänger, die im Jahr warten von einem College großes, von einem großen, ja, oder gesamt halt von einem Bundesstaat aus. Ja. Wie ist das bei dir so dort? Sind dort auch viel College, Highschools etc. in Arizona in der Nähe? Hast du da schon ein bisschen was mitgekriegt oder was? Ja, doch. Also es ist eigentlich immer in jeder kleinen Stadt eine Highschool. Ich habe jetzt noch nicht so die Highschools besichtigt, aber ich weiß, dass eben Arizona State University ist in Phoenix, also eigentlich gleich nebenan. Und hier sind zwei kleinere Highschools, die aber recht gut sein sollen angeblich. Okay. Also das ist echt so, dass du neben überall quasi Football gespielt wird, so gesehen, ne? Ja, ich glaube Arizona, also das ist mehr in Florida, Texas und so, glaube ich. Okay. Was ich so gehört habe, ist, dass Arizona jetzt nicht so der Football-Staat ist, aber eben die Highschool, die hier in der Nähe ist, die soll ganz gut sein, also die soll auch nationwide ein bisschen mithalten, aber die Football-Hauptstädte quasi sind Texas und Florida und so. Dort geht er dann das Beispiel aus. Ja. Okay, okay. Ja, auf alle Fälle extrem geil, dass du jetzt dort bist. Und wir haben ja den Walter Reiterer gehabt vorige Woche zu Gast und der räumte dir extrem hohe Chancen ein. Also, er hat gesagt, beim Interview waren es schon oft an der Bernhard. Also, wir gingen ab. Hallo? Jetzt war es kurz weg. Hört ihr mich? Ja, klar. Ja, der. Okay, na, bei mir war es kurz finster. Und wir glauben das natürlich auch, dass du extrem coole Chancen hast. Das, was natürlich ganz spannend wird, ist, wenn wir die dann im Fernsehen sehen. Ich glaube, die meisten haben einen Game Pass, da werden natürlich ganz Österreich wie zuschauen. Sie werden es auch wahrscheinlich übertragen. Hast du schon irgendwie dort mitbekommen, wie das medial über dich läuft? Drüben generell, also so, man kriegt ja das schon mit, tust du Zeitung lesen etc., stehst du da auch drin oder ist das rein nur über ein Radio oder warst du schon in so einer Late-Night-Show oder irgendwas? Ja, zuerst einmal danke an euch und auch an dieser Stelle an den Walter Reiterer, weiß ich zu schätzen. Ich weiß aber auch, dass noch viel Arbeit vor mir liegt. Wegen dem Medialen, doch, natürlich. Also bei den Sachen, wo man interviewt wird, kriegt man das ja dann auch mit. Wenn es ausgestrahlt wird und so, verpasse ich das meistens. Also ich kriege da keine Zeitungen oder so. Und Fernsehschauen tue ich eigentlich auch kaum und Radio habe ich auch keins. aber die Kiki macht da immer einen guten Job und schickt mir das dann immer und sagt, hey, du bist wieder da gewesen. Und meistens meine Mama ist da auch immer ganz vorne mit dabei und sagt, hey, Bernhard, du warst wieder da. Ja, also ich kriege das schon mit. Okay. Apropos Mama, beim Janik war es so, wie wir mit ihm geredet haben, da war die Mama, wenn man gesagt hat, wenn er nach Hause kommt, der die Schinkenfleckerl, auf die gefreut er sich schon hin und her. die Eltern, wenn du dann, haben die schon was gesagt? Werden die rüberfliegen? Werden die Match schauen? Kommen die rüber oder... Ja, also das ist jetzt gerade noch ein bisschen schwer zu sagen, weil eben, also momentan ist eben noch Einreisebeschränkung, also aus den Schengen-Ländern, wo Österreich dazugehört, darf man nicht einfliegen.
Aber angeblich soll das jetzt bald wieder also zunichte gemacht werden. Meine Mama hat auf jeden Fall schon mit meiner Cousine und meiner Schwester gemeinsam einen Flug gebucht für die Vorweihnachtszeit und dann bleibt sie bis nach Neujahr. Also das wäre auf jeden Fall super cool, vor allem auch eben in der Zeit, wo man normalerweise immer mit der Familie zusammen ist, wäre das ganz cool, wenn die da sind. Also hoffe ich, dass die Grenzen da aufgehen auf jeden Fall. Cool. Du, Bernhard, zum Training noch zurück. Das interessiert mich als Wide Receiver überhaupt. Ja. Wie ist es, Pässe zu fangen von Kyler Murray? Was kann das? Ja, ist natürlich was anderes. Also der Karl hat eine recht witzige Wurfbewegung irgendwie. Okay. Also so weil twitchy halt. Also er ist generell ein twitchy Spieler. Das weiß man, glaube ich, eher. Also sehr schnell. Und so ist seine Wurfbewegung auch. Aber er, bis jetzt hat er mich entweder noch verschont oder sein Wurfarm ist gut zu fangen. Okay, sehr gut. Hast du ihm auch ein bisschen was gezeigt, weil du warst ja auch ein bisschen Quarterback früher, ne? Ja, ihm noch nicht. mit dem Rondell Moore werfe ich, also dem Second-Round-Pick, tue ich vom Training immer ein bisschen Bali schupfen. Okay. Und der hat schon gefragt, ob ich mal Quarterback gespielt habe. Okay. Ja, cool. Fein. Und da hat Kyler Murray schon irgendwas einmal gesagt, da zu dir oder was? Da hat er gesagt, hey, ist Bernhard, geh ein bisschen weiter rum, geh ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Genau so, Andi. Oder? Also nicht so, aber mit der Verantwortung. Nein, noch nicht. Vielleicht Gott sei Dank. Ja. Aber der wird sicher schon mal böse auf mich werden im Training. Ach, cool. Naja, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, lieber Bernhard. Wir sagen auf alle Fälle recht herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir alles Gute. Wichtig ist, bleib gesund und schau, dass du verletzungsfrei bleibst. Das wünschen wir dir von ganzem Herzen. Wir halten dir die Daumen ganz fest, auch den Sandro ganz fest. Das ist natürlich klar. Also wir sind total stolz, dass zwei von euch da drüben sind und da macht dann das NFL schon gleich viel mehr Spaß. Ich bin zwar Jets-Fans, aber wenn die dann spielen, werde ich mir euch zwei anschauen, das steht auf alle Fälle fest. Ja, dann bleibt mir nicht viel zum Sagen, wie alles Liebe, pass auf dich auf, bleib gesund, danke Tobi und vielleicht ein letztes Wort noch von dir, Bernhard. Ja, natürlich auch euch vielen Dank für die Einladung hier. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, so wie das Training damals. Ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr solche Interviews mit anderen Spielern, die denselben Weg gehen wie ich oder auch über den College-Weg. Da ein ganz heißer Tipp von mir, Bernhard Reimann, der zweite Bernhard dann. aber ja, ich glaube, die Zukunft schaut gut aus für Football in Europa und vielen Dank euch. Danke. Sehr cool. Du bleib uns bitte noch dran, Bernhard, und an die Zuseher draußen gute Nacht. Bleibt gesund und wir hoffen und schauen, dass wir sich so bald wie möglich wiedersehen. Ciao. Tschüss, servus. Tschüss, ciao. Woo!